So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Lego DC im Super des Villains. Und wir ihr vertretet nur die unbedeutende Menschheit. Wir sind aktuell der Kampf ist längst entschieden. Batman und Catwoman im Kampf gegen Steppenwolf. Es wird Zeit, euch loszuwerden. So. Drücke B. Steppen. Oh, jawohl. Das ist Batwing. Feuer frei. Vielleicht könnt ihr was erleben. Da. Na. Oh, Scheiße. Du hast nicht nur die Anti-Lebensformel. Du bist die Anti-Lebensformel. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Hat mich Superman gefangen? Luther. Oh, Lex. Muss wohl einen Zug erwischen. Okay, Lex scheint wohl wieder auf unserer Seite zu sein. Entschuldigung. Überraschung von Steppenwolf. Schauen wir mal die Punkte an. Blub, 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 blub. Ah, schade. Nicht genug zerstört. Einmal. Das sollte 0 sein. Auch 0. Level abgeschlossen. Ein Stein. 1 von 4. Robin. Steppenwolf. Und den letzten haben wir wieder nicht sehen dürfen. Warum wollte Darkseid meinen Frischling? Dein Frischling hat den letzten Teil der Anti-Lebensformel. Falls Darkseid die Formel bekommt, dann gehen im ganzen Universum die Lichter aus. Nicht schlecht, Luther. Ich hätte es nicht besser hinbekommen. Irgendjemand musste ja das Ruder übernehmen, während du weg warst. Ich war kurz davor, die Welt von allen Verbrechern zu befreien. Ja, was das angeht. Aber wer von euch kann sagen, er hätte an meiner Stelle nicht genauso gehandelt? Nicht ihr. Die. Ja, stimmt wohl. Ja, da ist etwas dran. Wenn Darkseid wieder auf Apokolips ist, kann ich uns mit dem Schallröhrengenerator von LexCorp dorthin bringen. Das umgeht die meisten Sicherheitssysteme. Kriegst du das wirklich hin? Ich bin Lex Luthor. Ich kriege alles hin. Wir müssen den Frischling schnell befreien. Apokolips zurückzuschicken ist sinnlos, wenn Darkseid seine Anti-Lebensformel vollendet. Stimmt. Ich hoffe nur, dass wir rechtzeitig kommen. So, okay, Scheiße, die zwei Fliegespinner. So, shit, wo geht's denn hin hier? Da, 84 Meter, 85, diese Richtung. Wow. Da hoch? Lass mich rein. Ah, Gott, oh Gott. Nicht so weit. Oh. Hallo?
Ja, schon alle da. Na gut, dann kommt mal mit. Lois Lane hier, ich berichte live von den Straßen von Metropolis. Und während die Schurken der Erde unseren Helden hier zur Seite stehen, können wir nur hoffen, dass ihr charakteristisches Chaos der Justice League nicht auf der Jagd nach Darkseid im Wege steht. Wenn Darkseid diese Formel erfolgreich extrahieren kann, ist das das Ende für unsere Erde und vermutlich das ganze Universum. Die Welt hält den Atem an und wartet. Und raus, Lois. Hey, wenn das wirklich das Ende der Welt ist, meinst du, Perry würde für die letzte Woche auf der Erde mein Gehalt erhöhen? Versuch's doch, Jimmy. Du hast nichts zu verlieren. Stimmt. Okay, was jetzt? Damit kann ich die Energie umkehren und Apokolips zurückschicken. Aber erst, wenn wir den Frischling haben. Lex, so kenne ich dich gar nicht. Wir müssen es schaffen, bevor Darkseid sein Ziel erreicht. Wir teilen uns auf. Es ist sinnlos, wenn alle am selben Ort suchen. Wer den Frischling findet, kriegt einen Keks. Tut mir leid, alte Gewohnheit. Lexi, Lexi, Lexi. Sieht aus, als wären wir richtig. Oh, hi. Ich hab sogar was zu trinken. Hey, hey, wir kriegen einen Keks. Frischling. Bald haben wir das letzte Element der Formel extrahiert, mein Herr. Ausgezeichnet. Unglaubliche Macht wird mein sein. Die Erdlinge greifen an. Sei es doch. Mich hält nichts auf. Ach ja? Ich glaube, wir kennen uns noch. Desan, wer ist dieses Insekt? Ich bin Lex Luthor. Das größte Verbrechergenie dieser und jeder anderen Erde. Und du hast eine Ahnung. So, Kleiner, wir retten dich. Wir kommen gerade rechtzeitig. Unser Frischling ist in der Kammer über uns. Wir müssen sie deaktivieren, aber das wird nicht leicht. Oh, wie recht du hast. Das wird nicht leicht. Im Gegenteil. Ich will euch eine fliegende Panzer neuesten Erfindungen vorstellen. Das ist so ein Dalek, oder? Moment, so große Willenskraft hilft mir hier. Oben. Ich glaube, Lex, du musst mal da oben. Oh, Scheiße. Lex. Was? Wie kann das sein? Meine Güte. Hier ist wohl der Sack ausgegangen, alter Freund. Ach so, Frost, ja klar. Nein, das ist unmöglich! Der Kerl regt sich aber auf, weil wir sein Spielzeug kaputt gemacht haben. Was möglich ist, daraus bauen. So, mal schauen, was wird das? Rakete. Alex? Mach mal lauter. Die
da lang. Uiuiui. Was stand da? Lex. Darum kümmere ich mich im Handumdrehen. Nicht gerade der Preis, den ich gesucht habe, aber ich nehme ihn trotzdem. So. Mädel, mach mal hier ein bisschen Abkühlung. Lantern. Ein Job für dich. Magnet. Schwupps. So. Unser allergeliebter Joker. Punkte. Lex, wo bist denn du? Bringt da nichts. Massive Zerstörung. Ihr geht nirgendwo hin, ihr unwürdigen Kreaturen! Niemand stellt sich dem rechtmäßigen Herrscher des Universums in den Weg! Und auf ein neues! Volle Neuigkeiten! Ihr Narr dürft als erstes Prototyp meiner neuen, noch mächtigeren Waffe kennenlernen. Oh, wie schön. Vielleicht ist sie noch stärker, aber ganz sicher nicht unzerstörbar. Suchen wir nach einer weiteren Schwachstelle. Aua. Warum schießt der nur auf mich? Warum fällst du plötzlich runter? Okay, der ist ja schon mal komplett außer Kontrolle. Nix. Wurzel den weg. Ice Lady. Wieder verloren? Deine Erfindungen sind echt der größte Witz, den ich kenne. Wir werden gezahlen. Wir müssen an ihn ran, bevor er wieder angreift. Hey.
So, Joker. Tata. So, Drehrad. Warten wir den mal. Jetzt. Oh, Punkte, Punkte, Punkte. So, das ist nochmal ein krasser Magnet. Ein Türklopfer. Schneller als er aussieht. Mal sehen, ob wir den Neuling von hier aus befreien können. Erstmal alle zerstören. Frischling, wo bist du? Du enttäuschst mich, Desaad. Ich kümmere mich später um dich. Jetzt muss ich ungebeten jetzt empfangen. Darkseid ist echt sauer. Es kann nur ein wahres Verbrechergenie geben. So ist es, Mr. Luther. So ist es. Mein Sieg steht kurz bevor. Eure Zeit ist bald um. Dann beginnt meine Herrschaft. Genug gespielt. Verdammt. Dies ist das Ende. Okay, gleich mit Lex. Oh, scheiße. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass direkte Angriffe bei diesem Kerl nichts bewirken? Ja. Du hast recht. Wir müssen etwas bauen, um sein Apparat zu vernichten. Aber was soll das sein? Okay, damit kriegen wir Darkseid in die Knie. Jetzt, solange er sich noch erholt. Auf! Können wir nochmal? Ah, scheiße. Mr. Lankham. Vielleicht kann ich ein Konstrukt bauen, das sie zu Fall bringt. Aber dazu muss ich meine Ringenergie fokussieren. Ich sagte Vorschläge, nicht bla bla. Was auch immer du meinst, mach es einfach. Scheiße, die scheiße. Wird mir wir wir verlieren gerade richtig Punkte. So. Ländern, du bist dran. So, und damit beenden wir die Folge hier. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei
Lego DC Supervillains. Tschüss, ciao, bye bye.